Guten Morgen. Ja, wir sind mittlerweile im dritten Teil von dieser Folge. Alles nicht so leicht, weil wir uns ein bisschen blöd anstellen. Mal ganz ehrlich zu sein. Eigentlich liegt es nur daran, dass wir uns ein bisschen blöd anstellen. Eigentlich hatte ich nur vor, mit meinen paar Biestern hier mir eine geile Armee aufzubauen. Aber das klappt nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt nur noch zwei Priester und zwei berittene Bogenschützen, die ich mir bekehrt habe. Und der Rest muss jetzt irgendwie so klappen. Ich könnte ja auch eigentlich hier ein paar Priester bauen. So. Die machen schon mal da weiter. Das Problem ist, ich würde gerne direkt auch schon da unten weitermachen, aber ich habe das Gefühl, dass das mein Multitasking komplett übersteigen wird, wenn ich das tue. Deswegen machen wir es jetzt erstmal so. Dass wir uns jetzt hier einen Weg bahnen. Sachen kaputt machen, wo irgendwelche bösen Dinge rauskommen können. Oh, crazy, hier sind noch. Hier sind noch Ställe. Ställe sind schon nicht meine Expertise. Aber ich bekehre sie einfach mal, damit sie weg sind. So. Jetzt echt? Okay, ich dachte schon. Oh, da ist noch eine. Das heißt, ich muss mich jetzt ja nur noch hier durchschlagen. Oh ne, aber danke. So. Okay. Da war ein Haufen braune Gegner auf jeden Fall in der anderen Stelle da. Deswegen versuchen wir es jetzt erstmal wieder mit den Katapulten da durchzuschießen. Nice. Oh. Oh ja, komm. Das ist doch das, was wir sehen wollten. Auch schon sehr bestialisch, einfach mit Steinen da drauf zu schießen, aber es waren auch harte Zeiten damals. Muss man auch immer dazu sagen. So, okay. Ich würde sagen,
Wenn hier nichts mehr ist. Müssen wir mal ein bisschen unsere Truppen sammeln und müssen wir mal schauen, was abgeht. Und da sind auch keine Gegner mehr. Oder kaum noch, da ist ein Bogenschütze. Also vielleicht haben wir tatsächlich auch schon alles. Wo ist die dritte Reliquie? Da sind welche. Wo ist meine dritte Reliquie? Ah, hier. Natürlich. Okay. Das sind alle meine Katapulte. Hier, fahrt mal dahin. Wo ist nicht alle meine Katapulte? Eins fehlt ja, stimmt's? Immer hinterher. So, und das, der Rest wird einfach meine restliche Armee werden. Es kann sein, dass ich jetzt einfach durchziehen kann mit meinen Leuten. Ach, guck mal, hier ist eine Mauer. Aber sonst... Okay, ja, ich glaube, jetzt haben wir es alles geschafft. Hier wird nicht mehr viel abgehen. Wir haben viel zu viel Armee. Ich glaube, wir werden gar nicht mehr kämpfen müssen. Aber... Wir reiten mal vor, gucken, ob noch was abgeht. So. Die 1, die 2, die 3, die 4. Alle mal darüber. So. Was macht ihr? Habt nichts mehr an Holz? Whatever, geht dahin. So, meine Karawane ist auf dem Weg. Sehen wir jetzt, was auch da noch was ist. Ja, nochmal ein Schiff bekehren oder so. Weiß sogar noch ein Fischerboot. Macht nichts mehr, aber es ist noch eins da. Aber könnte ich da an Land gehen? Nee, oder? Nee. So, reiten wir mal darüber. Das will ich nämlich einfach sagen. Alle hier rüber. Einfach alle darüber. Ja, aber das war's. Das war's. Wir haben gewonnen. Bin ich mir sehr sicher. Also, es wird diese beiden Gegner noch auf dieser Karte geben. Was anderes wird hier gar nicht mehr sein. Wie sind die da hingekommen? Hinten rumgelaufen?
Naja, egal. Ist hier noch was? Können die Berittenen nämlich schon mal hier noch ein bisschen Gegner platt machen? Eine berittene Bogenschütze, die wir haben. Ey, die haben sich alle hier blöd eingekarrt. Die Gegner. So. Ach, wir müssen die Stelle auch noch zerstören. Zack. So, der Rest zieht weiter. So, was reden wir jetzt noch die letzten 2-3 Minuten? Über was? Können darüber reden, dass wir dieses Schiff hier irgendwie nie eingenommen haben. Oh, jetzt mal ein Turm. Guck mal, die haben das so gelöst. Das hat einfach schon... Grundleben. Einfach. Aber auch den Roten habe ich nicht zerstört. Der hat auch nicht aufgegeben. Der wollte auch nicht aufgeben, der Rote. Brauchen wir schon direkt den zweiten Turm. Da sind sie irgendwie ungefähr. Den nächsten Turm bitte bauen. Ich gebe dir ja doch noch auf, wenn wir den kaputt gemacht haben. Da kommen aber schon die Dinger. Nein, Leute! Ich weiß nicht, ob das Schiff vorher noch stirbt. Ja. Aber er hat nicht aufgegeben. Na gut. So. Die sind gleich da. Die Dinger. Sie blockieren sich noch ein bisschen. Aber jetzt kommt's, jetzt geht's. Noch den Berg hochrollen. Und? Was? Komm! Ah! Los! Gib Gummi! Tada. Oh, das war lange. Lange Mission hier. Ihr schnelles und beherztes Handeln in Mesopotamien hat viel Vertrauen in das römische Militär wiederhergestellt. Unglücklicherweise waren die Perser nicht beeindruckt von ihrem angebotenen Lösegeld und der frühere Kaiser Valerian ist dazu verdammt, sein restliches Leben als Sklave von Shapur dem Ersten zu verbringen. Es ist jedoch nicht alles verloren. Ihre Taten haben die Palmyrer erfolgreich davon überzeugt, dass Rom trotz der gefährlichen sassanidischen Nachbarn im Osten immer noch stark ist. Die Palmyrer werden sie in zukünftigen Konflikten mit den Sassaniden unterstützen. Okay, ja, wir haben neue Freunde gefunden. Oh, guck mal, die hatten tatsächlich auch noch Leute. Also ein paar Schiffe gab es anscheinend noch. Vielleicht waren das hier die Fischerboote auch. Ja, wir konnten leider unseren Kaiser nicht, als die Krise nicht zurückholen. Ja, Pech, muss man sagen. Ist halt Pech. Unser Land ist ganz schön geschrumpft. Naja, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Liken, folgen, kommentieren. Da spielen wir nämlich Zenobia, Königin von Palmyra. Das werden wir das nächstes machen. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.